hat eine quadratische Funktion, die allgemeine Form y ist gleich ax² plus c, so handelt es sich bei Ihrem Schaubild um eine auf der y-Achse verschobene, gestreckte oder gestauchte Normalparabel. Ein Beispiel hierfür siehst du hier. Der Wert von c gibt dir hierbei an, wo auf der y-Achse der Scheitel deiner Parabel liegt. In dem Fall meines Beispiels also an der Stelle minus 1. Der Wert des Faktors a vor dem x-Quadrat entscheidet über Form und Öffnung der Parabel. In meinem Beispiel ist die Parabel breiter als die Normalparabelschablone. Man sagt deshalb auch, sie ist gestaucht. Außerdem ist sie nach oben geöffnet. A ist also positiv. Ist eine Parabel hingegen schmaler als die Normalparabel, sagt man auch, sie ist gestreckt. Ein Beispiel hierfür siehst du hier. An der Öffnung nach unten kann man übrigens erkennen, dass der Faktor a negativ sein muss. Anhand meiner Beispielfunktion y ist gleich 1 Viertel mal x² minus 2 zeige ich dir nun, wie du mit Hilfe einer Wertetabelle das Schaubild einer solchen Funktion zeichnen kannst. Als erstes habe ich mir eine Tabelle gezeichnet und in die obere Zeile die zur Verfügung stehenden x-Werte eingetragen. Warum dieser Wertebereich nicht für das Zeichnen jeder beliebigen quadratischen Funktion geeignet ist, werde ich dir nachher noch zeigen und genauer erklären. In der unteren Zeile habe ich mir ganz am Anfang meine Funktionsgleichung notiert und ansonsten habe ich hier für jeden x-Wert Platz, um den errechneten y-Wert einzutragen. Ich beginne, meine Wertetabelle zu befüllen, indem ich den ersten x-Wert minus 6 nehme und für x in meine Funktionsgleichung einsetze. Ich rechne also 1 Viertel mal minus 6 hoch 2 minus 2. Minus 6 hoch 2 gibt 36 und 1 Viertel mal 36 gibt 9. 9 minus 2 gibt 7. Zum x-Wert minus 6 gehört also der y-Wert 7. Diesen Schritt mit dem Einsetzen von x wiederhole ich jetzt noch mit allen anderen x-Werten. Die gute Nachricht ist, dass du es hierbei geschafft hast, sobald du bei der 0 angekommen bist, denn der Scheitel einer quadratischen Funktion y ist gleich ax² plus c liegt ja immer auf der y-Achse und folglich spiegeln sich alle Werte an der 0. X gleich minus 1 hat also den gleichen y-Wert wie x gleich 1. X gleich minus 2 hat den gleichen y-Wert wie x gleich 2 und so weiter. Die einzelnen Wertepaare kannst du jetzt als Punkte in dein Koordinatensystem übertragen. Und jetzt kannst du gleich zu Beginn erkennen, weshalb ich vorhin gesagt habe, du sollst gut überlegen, für welche x-Werte du deine Wertetabelle erstellst. Denn für den x-Wert minus 6 habe ich ja den y-Wert 7 errechnet. Dieser liegt aber außerhalb meines Koordinatensystems und ich müsste den Punkt minus 6-7 eigentlich irgendwo hier in meine Überschrift oben reinzeichnen, was ich nicht möchte. Das Wertepaar 6-7 scheidet folglich auch aus, aber alle anderen Wertepaare sind problemlos. Minus 5-4,25 liegt hier, minus 4-2 liegt hier und so weiter. Die eingezeichneten Punkte darfst du dann noch freihand zu einer Parabel verbinden. Und es ist völlig okay, wenn das etwas krackelig aussieht, denn du hast ja hierfür keine Schablone zur Hand. Na, mal schauen, ob du das alles schon verstanden hast. Als Übung kannst du jetzt das Schaubild der Funktion y ist gleich minus 1/2 x² plus 3 zeichnen. Hierfür erstellst du eine Wertetabelle von x gleich minus 4 bis x gleich plus 4. Während du die Übung machst, pausierst du bitte das Video. Wenn du fertig bist, lässt du es weiterlaufen.
Ich werde dir dann die richtige Lösung einblenden, damit du sie mit deiner vergleichen kannst. Viel Erfolg! Willkommen zurück. Hier ist die Lösung für dich. Zuerst habe ich meine Werttabelle ausgefüllt und die y-Werte so berechnet, wie ich es dir vorhin erklärt habe. Dann habe ich die Wertepaare als Punkte in ein Koordinatensystem übertragen. Anschließend habe ich die Punkte noch zu einer Parabel freihand verbunden. Und fertig ist das gesuchte Schaubild. Ich hoffe, dass mein Video dir weitergeholfen hat und wünsche dir noch viel Erfolg beim Zeichnen von quadratischen Funktionen in der Form y ist gleich ax² plus c. Bis bald!